Also wie ich das erste Muster vor allen Dingen abbilden soll. Weil das ist doch dann recht aufwendig. Außer ich trick's ein bisschen. Das dürfte gehen. So. Dich muss ich hochnehmen. Und hier absetzen. Ja, und eigentlich müsste ich dich jetzt irgendwie da oben hinkriegen. Ist nur die Frage, wie. So nicht. Komm du mal her. Ja, fast. Nee. Also wenn ich nicht noch irgendwo einen Block finde. Werde ich jetzt gerade überfragt. Ja, du nervst. Das wollte ich nicht. Nee. Auch nicht von dieser Position aus. Ihr stimmt alle. Wollen wir jetzt nicht weiterlaufen? So, das ist es doch, oder?
Oder betrachte ich das Ding von der falschen Seite? Muss also auf der... Nee, auf der Seite kann ich es ja nicht so stapeln. Na gut, probiere ich mal die anderen Symbole noch durch. Komm es, spack nicht so rum. Ich finde es lustig, wie die jetzt teilweise in der Luft hängen. Krass, wie ich das da einfach verschieben kann. Aber hey, es sieht dann schon mal richtig aus. Das sieht wiederum komisch aus. Das kann ich nicht verschieben, nein. Ich kann dich runterschieben, das bringt mir allerdings herzlich wenig. Nein, so bringt mir das noch weniger. Okay, ich wollte es absetzen. Nimm's bitte hoch, Gomez. Danke. Und jetzt setz ihn ganz sanft ab. So, danke. Geht doch. So, das passt dann auch. Das war zu viel des Guten. Kriegen wir aber hin. Bis jetzt scheint ja alles zu stimmen. Nein, das war zu weit. Na komm, Gomez, etwas mehr Einsatz, bitte. Das war zu viel Einsatz. Das war nicht so gut. Das war etwas besser. Komm schon, das ist das Symbol hier. Welches soll ich denn noch für dich basteln? Diesmal übersehe ich ja auch nicht irgendwas, oder? Nein, nur Gomez, wie er da rumspackt. Nee. Okay, da muss ich auch mal wieder nachgucken. Das heißt, wir auch sterben ein bisschen. So.
Geh jetzt hier oben ran. Mit dem Teleskop müssen wir sicherlich irgendwas bei Nacht machen. Ich weiß nur halt nicht, in welche Richtung wir es drehen müssen. Dass wir auch sehen, was wir sehen wollen. Weil da sehen wir nichts. Hier sehen wir auch nichts. Ist ja aber auch noch nicht Nacht. Auch nichts. Und auch nichts. Okay. Gut, das heißt, hier können wir auch wieder raus erstmal. Weil auch hier die Musik mir viel zu laut ist. Da steht was ziemlich Großes geschrieben. Habe ich aber jetzt keine Lust drauf, das zu übersetzen. So. Okay, Teleskopraum können wir vergessen. Das heißt, so... dem Raum als nächstes, wenn ich den Weg hinfinde. Das müsste dann wohl hier sein. Jo, weil viel mehr haben wir nicht. Der Uhrenturm, da sind auf jeden Fall noch drei Dinger versteckt. Weil für jeden Zeiger kriegen wir einen Block, also drei. Und drei fehlen noch. Ja gut, eine kriegen wir auf jeden Fall bei den Eulen. Das war nicht richtig. Hopp, hopp. Hopp. Nein. Hopp. 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 Jetzt aber. Hopp. Hopp. Ja. Und es wird wieder Tag. Und Abflug. Ja, hier ist nur ein Portal zurück. Und nein, es wird gerade Nacht. Ah, und da ist Eule. Die letzte Eule. Die 13 Kreise. Der 64-Bit-Name Gottes. So, Eulen sind dieses Portal. Nein, das wollte ich nicht.
Dann bring mich mal zurück zu den Portalräumen, Scotty. Dann können wir das mit den Eulen nämlich auch noch in dieser Folge lösen. Dass wir in der nächsten Folge nur die blöde Sache mit dem mit der Uhr noch haben. Moment, wo sind wir? Wir sind hier. Und ich will da unten hin. Ja, das ist genau dieser Portalraum hier. Oder dieses Portal, besser gesagt. Jedenfalls dem Wolkenmuster nach. Jo. Und da geht's zur Eulenstatue. Bin ich doch richtig, oder? Ja. Mhm. Tut sie noch was? Ich kann mich nämlich jetzt gerade nicht bewegen. Nein. Ich melde mich gleich wieder. Gut, da sind wir wieder. Wir können jetzt hoffentlich, ja, zur nächsten Eule. Und hier ist noch ein Würfelteil. Da ist das letzte Würfelteil. Bingo, damit haben wir alle Teile des gelben Würfels zusammen. Jetzt müssen wir wieder darauf warten, dass es blitzt. Oder einfach auf den Regen achten. Und haben noch einen blauen Würfel. Geht direkt. Sehr schön. Ja gut, das mit den Eulen habe ich auch nachgelesen. Und ich werde wahrscheinlich auch den Blockraum nachlesen. Einfach, weil ich keine Lust drauf habe, mehr so viel rumzurätseln und dann doch ständig falsch zu liegen. So. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Also hier ist auch alles abgeschlossen. Ja, da kommen wir nur durch, wenn wir die maximale Anzahl an Würfeln haben. Die beiden Räume hier gehören nicht zu den blauen Würfelräumen. Das habe ich mal nachrecherchiert. Die sind nämlich für ein Special Secret. Hier bei der Uhr können wir noch 3 Stück abgreifen. Und ja, dann fehlt uns noch einer, überlege ich gerade. Also bei der Uhr sind auf jeden Fall noch 3 Stück.
Weil für jeden Uhrzeiger gibt es einen blauen Würfel. In dem Raum gibt es garantiert auch noch mindestens einen blauen Würfel, vielleicht sogar zwei, wenn wir die richtigen Symbole legen müssen. Und ja, den Rest gucken wir mal. Gut. Also, ich verabschiede mich hier jetzt erstmal wieder für diese Aufnahmesession. Ich denke mal, in der nächsten, spätestens übernächsten, haben wir das Spiel dann durch. Also, bis dann.